Hallo ihr Lieben, heute backen wir diesen leckeren Rhabarberkuchen. Der zergeht förmlich auf der Zunge, ist super super zart durch die Buttermilch, die im Teig ist. Und wie ihr den zubereiten könnt, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! You could spread your love. What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Wir beginnen mit dem Rhabarber. Und zwar wird er erst einmal geschält. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Man zieht einfach diese faserige Haut ab. Und wenn das erledigt ist, wird der Rhabarber in ca. 2 cm große Stücke geschnitten. Und dann können wir mit dem Teig weitermachen. Für den Teig benötigst du weiche Butter. Die sollte ja schon schön weich sein, dann kann man das alles besser vermengen. Dann kommt Zucker dazu, Vanillezucker. Dann gebe ich auch noch eine Prise Salz dazu. Und den Abrieb von einer Bio-Zitrone. Und dann wird mit dem Mixer alles gut verrührt, sodass sich die Zutaten gut miteinander verbinden. Und dann werden 3 Eier nacheinander eingerührt, jedes Ei ca. 30 Sekunden. Wenn die Eier nun gut untergemischt sind, kommt die Buttermilch dazu und wird ebenfalls eingerührt. Dann kommt hier zum Weizenmehl Backpulver hinein und wird erstmal unter das Mehl gerührt. Und dann kommt das Mehl zur vorbereiteten Mischung. Und dann rühren wir das Mehl ebenfalls unter. Ich habe hier schon eine Springform vorbereitet, habe die Ränder mit Butter eingestrichen und Backpapier eingespannt. Die Form hat einen Durchmesser von 26 cm. Und da kommt jetzt dann der Teig hinein und wird eben gleichmäßig in der Form verteilt. Als nächstes werden die Rhabarberstückchen gleichmäßig auf dem Teig verteilt. Und bei mir waren das 300 Gramm Rhabarber und das hat wirklich haargenau gepasst. Und dann kann der Kuchen nämlich auch schon in den Backofen bei 180 Grad ca. 40 Minuten. Und nach dieser Backzeit sieht er dann so aus. Ein paar Stückchen gucken noch hervor, der Rest ist versunken und jetzt bleibt nur noch den abgekühlten Kuchen mit Puderzucker zu bestreuen und dann kann ich jetzt gleich die Geschmacksprobe machen. Der Kuchen ist wirklich extrem fluffig geworden, sehr sehr zart und also diese Süße zusammen mit den säuerlichen Rhabarber, das ist wirklich sehr, sehr lecker und der Kuchen ist ratzfatz zubereitet. Was will man also mehr? Ich mache jetzt mal die Geschmacksprobe für euch. Wie ein Wölkchen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.